Kommt mit mir zum Grand Finale. Heute ist der 12. April 2023. Das Disneyland Paris wird heute 31 Jahre, aber wir feiern einfach 30 Jahre weiter. Heute beim großen Finale. Es ist Inside Ears Event, es ist D23 Event, es ist Cast Member Live Event, es ist Disneyland Paris. Olympische Winterspiele, Olympische Winterspiele. Sommerspiele. Und alles an einem Tag. WM, Europameisterschaft, Leichtathletik WM. Bowling und Dart. Und Bowling und Dart. Und Synchronschwimmen. Ja. Nee, und Aktionäre durften auch kommen. Die durften sich auch anmelden. Also ein großes Ereignis heute. Gruppe 0. Zusätzlich wird Inside Ears heute 5 Jahre und Rina in the Wonderland 6 Jahre. Kann ich mir gut merken. Heute? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Am 25. Geburtstag habe ich diesen Kanal kreiert. Erst auf Facebook und dann Instagram und als Blog. Und jetzt sind wir bei YouTube gelandet. Wie geht es denn weiter? Das OF. Offener Kanal. Wir werden es sehen. Snapchat, alles schon mitgemacht. Was uns heute erleben wird, erstmal ein Tag im Park und heute Abend ein Gala-Dinner und dann kommt Dream. Nein, Disney Dreams. Ich wollte schon sagen, kommt Dream and Shine Brighter zurück, aber es kommt jetzt Dreams zurück. Ach, herrlich. Und Daniel und ich machen jetzt was ganz Verrücktes. Wir fahren jetzt mit dem Bus nach Hause. Denn wir müssen unsere Tickets im Hotel abholen, haben aber so viel Gepäck dabei. Deswegen fahren wir mit dem Bus. Die Busse fahren gegenüber vom Bahnhof und ich bin schon so lange nicht mehr gefahren. Früher kamen die Busse noch von den Disney Hotels hier an, aber die kommen jetzt mittlerweile, wenn ihr in Richtung Park guckt, ganz links an. Ganz vorne, keine Ahnung, was da hinfährt. Gelb ist Newport Bay, rot Sequoia Lodge und New York. Und da hinten dann Cheyenne und Santa Fe. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. Leute, wir haben unsere Tickets bekommen. Und wir haben auch dieses schöne Buch erhalten. Was eine tolle Erinnerung. Also das ist wirklich, das freut mich sehr. Dann haben wir hier das Ticket Lanyard oder das Event Lanyard, einen Magneten und hier die Tickets für das Essen und für in den Park. Let's go! Als allererstes nutzen wir hier mal die Möglichkeiten. Man kann hier Bilder machen, man kann Mickey treffen in seinem Outfit, man kann hier an der Inside Ears Wand Bilder machen, also klasse. All I want. Wie cool war das denn? Ein Traum von uns allen ist wahr geworden. Wir haben Mickey in seinem 30-Jahr-Outfit getroffen und ich glaube, wir können wieder nach Hause fahren. Das war so toll! In my pace, you're only young once. Yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. Wir haben es endlich geschafft. Oder was heißt endlich geschafft? Wir hatten jede Menge Spaß gerade im Hotel. Wir laufen aber jetzt Richtung Park, gucken uns noch ein paar von den neuen Shopping-Sachen an. Also es gibt ja ein neues Merch. Und was mich gerade aufregt, ab heute ist Hulk mit diesem Avengers-Outfit da. Und ich hatte eigentlich mein Outfit schon geplant. Grünes Kleid plus diesen Hoodie, also ich habe diesen Pulli-Hoodie, wie auch immer, Zipper, habe ich. Ja, ich habe es aber natürlich nicht dabei. Ich wusste ja nicht, dass er heute und morgen hier sein wird. Naja. Von Kevin und Jody gibt es hier dieses tolle Bild. Daniel ist schon am Ausflippen für 219 Euro in groß mit Bilderrahmen. Eine kleine Version für 35 Euro und als Postkarte für 6 Euro. Das hier, das große, ist auf 100 Stück limitiert. Ihr seht es. Die neue 30-Jahr-Kollektion ist da. Passend zu Dream and Shine Brighter gibt es zwei verschiedene Shirts. Das eine zeige ich euch gleich noch. Einen Zipper, ein Spirit Jersey und noch dieses Shirt. Und natürlich gibt es auch noch einen Launchlight-Pulli. Und Daniel, was sagen wir dazu, dass die Ohren nicht da sind? Das ist sehr traurig, weil heute ist ja schon der 31. Geburtstag und das wäre jetzt eigentlich das Datum gewesen, jetzt heute zum Geburtstag die Ohren rauszubringen. Das eigentlich bisschen, schon. Das ist ein bisschen enttäuschend. Sad. Sad. Not satisfying, sad. Haben wir noch andere Sachen gefunden? Ja, wir haben einen schönen Tag. Also Leute, wir haben jetzt es bis zur Main Street geschafft. Weiter sind wir noch nicht gekommen. Aber es ist unfassbar. Wir gehen jetzt noch etwas essen und dann machen wir Bilder. Schaffen wir eigentlich Dream and Shine Brighter heute nochmal? Wann ist denn noch eine Vorstellung? 15 Uhr noch mal. Ja, und danach müssen wir dann aber direkt gehen. Genau, weil wir 3 Stunden brauchen, um es umzuziehen. Na, aber umziehen, refreshen und alles. Im Auto. Natürlich im Auto. Ich habe ja jetzt keine Bleibe mehr. Wisst ihr was, Daniel? Der macht was richtig Gefährliches. Also kann man kaum glauben. Aber er hat sein Hotel storniert, ist mit mir heute Morgen um 6 Uhr losgefahren. Wann bist du aufgestanden? Um 5 ist er aufgestanden. Er hat storniert und fährt heute dann um 12 Uhr nach Hause. Alleine. Ich flippe aus. Also ich habe ihm gesagt, dass ich kein Fan davon bin. Wir machen jetzt Mittagspäuschen. Ach Gott, hier drin schallt es total. Wir sitzen im Café de la Bruce und Daniel ist gleich dran. Ich habe mir Nuggets bestellt mit Cola. Ich weiß gar nicht, was das aktuell hier kostet. Das werde ich euch aber gleich sagen. Und Nina bringt mir noch eine Portion Reis mit vom Hakuna Matata. Die holt sich dort was. All I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. Cause all I want. Also Leute, mein Essen ist da. Nina hatten wir aus dem Hakuna Matata für 3,50 Euro. Für 3,50 Euro. Könnt ihr bitte aufhören, über irgendwelche Bilder für euer Geld zu reden? Den Reis geholt. Daniel, die Nuggets plus Cola plus Pommes für 12 Euro. Guten Hunger! Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can. Also das Essen war sehr lecker. Der Reis ein bisschen kalt, aber ist einfach nur daran geschuldet, dass Nina zu schnell war und Daniel zu langsam.
gegessen. Ja, ich habe auch langsam gegessen, wie immer. Es zieht hier tatsächlich sehr. Ihr könnt es kaum glauben, aber natürlich schauen wir auch heute Dream and Shine Brighter. Ich glaube, seit über einem Jahr gab es keinen Vlog hier auf dem Kanal aus dem Disneyland Paris. Ohne. Außer Marvel. Marvel. Außer nach dem 1. Oktober bis... Ja, da kam dann aber die Junior... Da kam diese Disney Junior... Junior Dreams in Shine Brighter und Mickey Clubhouse. Clubhouse. Unendliche Geschichte. Harry Potter. Schlümpfe. Schlümpfe. Josephinas Kaiserreich. nee, aber auf jeden Fall, ich glaube, sonst war wirklich nur der... Avengers Campus. Ja. Campus. Das war ein harter Tag. Okay. Das waren. Ja, das stimmt. So, gucken wir jetzt mal die Show. Honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day. Late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. Living life, every day. Late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Leute, was ist passiert? Gerade eben war noch Dream and Shine Brighter mit totalem Sonnenschein und jetzt das hier. Also noch haben wir das hier an, aber wir gehen ja jetzt zum Gala-Dinner. Also bis gleich. Leute, wir sind fertig. So sehen wir aus. Die anderen zeige ich euch gleich. Also, let's go. Maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Wir haben unseren Tischplatz eingenommen und zufälligerweise sitzen wir tatsächlich auch mit Stefan und Felix zusammen. Also ich würde sagen, ist echt gelungen. Dafür mussten wir Simone abtreten, aber... Ich glaube, die kommt ganz gut alleine zurecht da hinten. Wink mal, ob wir sie später noch wiedererkennen werden. It's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many... Unser Essen ist hier und ich glaube, die Kamera hat richtig Probleme mit dem Licht hier. Es gab hier so eine Vorspeiseplatte. Moment. Vorspeiseplatte, Brot, Gnocchis, Mickey Potatoes und Rindfleisch habe ich mir rausgesucht. Guten. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days.
Unser Dessert ist da. Oder wir haben es uns geholt. Vorhin gab es noch diesen lila Käsekuchen am Stick. Ich hoffe, wir kriegen noch einen. Ist mega laut, ich muss schreien. An innocent hand here is going to pick a number, and it's gonna be Spence number 375. 375. Can you raise your hand? Raise your hand. No. Yes. Raise your hand. Between a rock and a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. So Leute, das war's jetzt hier aus dem Hotel. Wir gehen jetzt nochmal in den Park. Dort schauen wir Dreams. Und nach der Show gerade eben habe ich schon ein paar Tränchen vergossen. Und ich glaube, bei Dreams wird es noch schlimmer. Vor Dreams, wenn es das Wetter zulässt, kommt ja Disney Delight. Und das ist eine Besonderheit. Weil mehr Thronen, mehr wohl neue Figuren und alles wohl besser. In 31 Jahren, nicht mal 30, sondern 31 Jahren. So, dann gab es Puente del Oro wird Casa de Coco. Das war ja schon die ganze Zeit so ein bisschen im Coco-Thema, wird jetzt aber komplett so. Es wurde gesagt, dass bald die Nautilus wieder eröffnet. Genau, und zur Nautilus kann man sagen, die Orgel aus dem Film steht aktuell oder steht im Haunted Mansion in Kalifornien und die wurde nachgebaut und steht dann hier in Paris jetzt in der Nautilus. So habe ich es irgendwie verstanden. So oder Elemente davon zumindest. Okay. Dann macht Bella Notte wieder auf. Also beziehungsweise Bella Notte hat auf, aber der Luca-Bereich macht auf. Das Disneyland Paris Hotel, da wurden schon ein paar Zimmer angekündigt. Also die normalen Prinzessinnen wie Elsa, also Frozen Teaming, Cinderella und so natürlich. Dann wird es Tiana, Moana und Raya geben. Die Zimmer werden alle eine Geschichte mit Bildern schreiben, immer zwei Bilder, so die eine Geschichte dann darstellen. Merchandise kann man zu sagen, die Mickey-Ohren mit dem Hut, die wird es die nächsten Tage geben und es wird eine neue Tasse geben. Und Attraktionsmerchandise, da haben wir noch keine Bilder gesehen, außer einen kleinen Ausschnitt, eine It's a Small World Spieluhr. Ja, dann gab es noch Big Thunder Mountain Ohren. Big Thunder Mountain Ohren gab es. Es wird wohl ein Bild aus dem Stretching Room Phantom Manor geben. Ja, stimmt. Gab es sonst noch was? Viel Pandora, weil die haben gehört, wir mögen Pandora. Und ganz eigennützig haben sie dann gesagt, komm, lass uns mehr Pandora produzieren. Neue Stitch-Kollektion, weil Stitch so gut ankommt. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, aber spart meinem Geldbeutel wahrscheinlich ein paar Nerven. Haben wir noch was, was wichtig war? Vergessen?
Die neue Show heißt Together, also ja, die Pixar Show. Neuer Pixar. Background neu. Mehr fällt mir jetzt aktuell nicht ein. Nee, mir auch nicht. Dir auch nicht. Okay, dann sind das jetzt aktuell mal so die Informationen, die wir uns noch merken konnten. Und dann sehen wir uns. Und man soll uns das 16.10. unbedingt vormachen. Ja, stimmt. Unbedingt. Das 16.10. ist ein ganz wichtiges Thema, Leute. Don't miss it. Und wir sehen uns jetzt gleich bei Dreams. Viele von euch wollten noch wissen, was man gewinnen kann. Also diese Frage hat euch auf Instagram brennend interessiert. Es war einmal ein Aufenthalt im Disneyland Hotel und dreimal eine D23-Mitgliedschaft. Freunde, wir warten jetzt hier auf Disney Delight, welches heute leider ohne Drohnen stattfinden wird, aufgrund des Wetters. Toll, Premiere der neuen Disney Delight. Aber eigentlich ist es schon Disney Delight 3.0, weil es gab ja schon ein anderes Disney Delight. Also es gab ja schon das erste, das zweite und das jetzt das dritte. Jetzt seht ihr mich nimmer, wie gesagt, ohne Drohnen jetzt. Aber ich hoffe, bei Dreams kann nichts mehr schieflaufen gleich. My own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, 'cause all I want. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. Living life, every day. Late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ihr habt einen kleinen Ausschnitt von Delight gesehen und mehrere Ausschnitte von Dreams. Fangen wir bei Delight an. Also, dass keine Drohnenshow stattgefunden hat, absolut die richtige Entscheidung. Ihr habt bei Dreams gesehen, wie schnell die Raketen nach rechts geflogen sind. Aber auch so wurde ja was am... Wäre doch schön gewesen, die Drohnenshow wäre dann am Eiffelturm. Die Drohnenshow am Eiffelturm, ja, wäre super. Aber der Eiffelturm war in die andere Richtung, Daniel. Der ist ja nach links vom Schloss aus. Also von der Seite, wo wir ausstanden, ne? Außer wir standen hinter dem Schloss, dann wäre er rechts. Jetzt wird's kompliziert. Vergesst es einfach. Auf jeden Fall war es die richtige Entscheidung. Aber sie hatten ja bei Delight, und Delight, Lüge hatten wir vorhin ja schon geklärt, ist ja schon 3.0. Delight 3.0. Da wurde nicht nur an den Drohnen gefeilscht, sondern auch an der Optik an sich. Sehr schön gemacht. Diese 30 im Dream and Shine Brighter Style, die jetzt ja auch auf den Kleidern ist, die gefällt mir allerdings nicht so gut. Ich finde, die sieht so ein bisschen billo aus. Kennt ihr noch die Stifte von früher, wo man hinten so reingeblasen hat und dann hat es so einen Graffiti-Style geben soll? So sieht es ein bisschen aus, bisschen, ja? Aber trotzdem war schön. Und dann zu Dreams. Oh mein Gott. Die Show, die wir alle lieben, die wir so lange vermisst haben und dann einfach in modern, in jetziger Technik, in gut, in scharf, in Flip aus, alle Türmchen leuchten. Also manchmal dachte man so, wenn die Szene angefangen hat,
das ist aber neu. Und dann, ah nee, es ist einfach nur in scharf, man erkennt, was es darstellen soll. Es ist verrückt. Nee. Einfach wunderbar. Leute, ich hatte einen geilen Abend und ein Dank geht an euch, denn ohne euch Follower wären solche Events gar nicht möglich. Ohne euch würden wir hier gar nicht eingeladen werden. Ja. Ich ja, bin einfach sprachlos. Danke, danke, dass ich durch euch so etwas erleben darf. Aber ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Die rennen so. Ja. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, morgen, Mittag, wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder.